Hey zusammen, schön, dass ihr heute wieder da seid. Ich zeige euch heute in diesem Video, wie man richtig leckere, süße Hörnchen macht, gefüllt mit Kinderriegelschokolade. Die sind wirklich richtig soft, richtig schön weich und ultra lecker. Ich zeige euch schnell die Zutaten und dann fangen wir an. Wir brauchen gar nicht so viele Zutaten, wie ihr sehen könnt, weil wir machen einen ganz klassischen süßen Hefeteig und dafür brauchen wir warme Milch und flüssige Butter, die habe ich jetzt zusammen hier geschmolzen. Dann braucht ihr Hefe, ihr braucht ein Eigelb und wir brauchen Mehl. Ich benutze hier Weizenmehl von der Friesinger Mühle. Und ich mache noch ein bisschen Vanillepaste rein für den Geschmack. Und später brauchen wir zum Bestreichen noch ein Ei und zum Füllen brauchen wir natürlich Kinderriegelschokolade. Ich knete meinen Teig heute in der Küchenmaschine, ihr könnt es aber auch gerne von Hand kneten. In meine Schüssel kommt jetzt als erstes mein Mehl. Dann kommt so eine Mulde hier in die Mitte und ich habe eben vergessen zu erwähnen, dass wir noch Zucker brauchen natürlich. Das verteile ich so auf den Rand. In die Mulde kommt dann die Hefe rein. Dann gieße ich ein bisschen Milch- und Buttermischung da auf die Hefe. So viel ungefähr und verrühre das einmal kurz, damit sich das so ein bisschen löst. So, und dann kommt der ganze Rest da rein, also die restliche Flüssigkeit. Eigelb und noch etwas Vanillepaste. Und das lassen wir jetzt richtig gut durchkneten. So, schaut mal, wir haben einen ganz weichen Teig. Der darf auch gerne jetzt so weich sein. Wir lassen den jetzt eine Stunde gehen, bei Zimmertemperatur abgedeckt. Und dann verarbeiten wir das weiter. So, schaut mal, mein Teig ist richtig schön abgegangen. Ich fülle jetzt meinen Teig mit Kinderschokolade und forme das zu Hörnchen. Ich wollte jetzt einen großen Teig ausrollen, aber es wird mir ein bisschen zu groß später, die Hörnchen. Deswegen teile ich das mal kurz in zwei und rolle im Prinzip zwei Kreise aus. Jetzt kommt da Kinderschokolade dazwischen. So, die eine Ladung habe ich hier schon fertig auf meinem Blech. Und jetzt mache ich dasselbe mit dem zweiten Teig noch. Ich bin fertig und die lassen wir jetzt abgedeckt noch mal eine halbe Stunde ruhen. So, die halbe Stunde ist rum und wir bestreichen die jetzt schnell mit Ei. Und bitte überspringt nicht diese halbe Stunde Ruhezeit hier auf dem Blech, weil dadurch werden die Gebäcke, die Hefegebäcke immer noch fluffiger. Also falls ihr das Problem habt, dass euch eure Hefeteige nicht so fluffig werden, dann lasst die erstmal ein bisschen vorher warten, abgedeckt, und dann erst in den Ofen schieben. So, ich hatte die jetzt ungefähr 20 Minuten im Ofen und schaut euch mal diese schöne Form an. Das war es auch schon. Ich habe hier zwei Stück, die ich halbiert habe für das Video. Die werde ich jetzt gleich essen. Die sind richtig schön fluffig geworden, richtig lecker. Kann ich euch wirklich empfehlen. Probiert's aus. Ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Nachbacken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.